So, ich bin gerade in Prag im Starbucks mit der schönsten Aussicht, den ich zumindest hier gesehen habe. Eben von hier ein bisschen Arbeit erledigt. Und ich dachte, ich mache kurz ein Video zum Thema Branding und die Power von gutem Branding. Und zwar habe ich vor kurzem eine richtig interessante Geschichte gehört von einem Journalisten aus den USA namens, ich glaube, es war John Walker 2009. Er hat beweisen wollen, was die Power von gutem Storytelling ist. Und dafür hat er auf eBay 200 Produkte gekauft für jeweils ungefähr 99 Cent. Also hat er insgesamt knapp $200 ausgegeben und hat dann 200 Fiction-Autoren angeschrieben und gefragt, ob die eine Geschichte schreiben können zu einem dieser Produkte. Und es waren natürlich Schrottprodukte, Billigprodukte, 99 Cent Produkte. Hat 200 Autoren gefunden und 200 Stories zu jedem dieser Produkte und hat dann die Produkte wieder auf eBay reingestellt, also dieselbe Plattform, aber mit den zusätzlichen Stories. Und was denkst du, um wie viel er sein Geld vervielfacht hat? Ein Beispiel weiß ich noch, war so ein kleiner Kopf von irgendeinem Pferd, so ein Plastikkopf von einem Pferd. Total unsinnig. Hat er für 99 Cent eingekauft und hat es verkauft für, ich glaube, $64 irgendwas. Auf jeden Fall war es ein 6000% Increase, für den er es verkauft hat. 6000% Wertsteigerung. Einzig und allein durch eine Story. Insgesamt hat er von den $200, die er ausgegeben hat für die Produkte, $8000 Umsatz gemacht durch die 200 Stories. Und warum ist das für uns interessant? In unserem Geschäftsmodell, im Amazon-Business, machen wir eigentlich nichts anderes, als White-Label-Ware einzukaufen in China, ne? Und dann Private-Label wieder zu verkaufen, also mit unserem Logo drauf. Der ganze Unterschied im Wert, ja, wir verkaufen das Ganze ja für ungefähr ein Fünffaches von dem, für was wir es einkaufen. Wenn du durch unseren Kurs Selling Success gehst, dann gehen wir da im Detail natürlich drauf ein. Diese Wertsteigerung wird einzig und alleine durch gutes Branding erzielt. Je besser du dein Produkt branden kannst, desto mehr Geld kannst du verlangen. Ich glaube, viele denken, es ist einfach nur ein Logo drauf zu klatschen, das irgendwie nicht doof aussieht, aber es ist viel mehr, es ist eine Story. Je besser du es schaffst, eine Geschichte rüberzubringen über deine Marke, über dein Produkt, indem du zum Beispiel auf Social Media bist und mit Influencern arbeitest, Blogpost machst und so weiter, ja, du erzählst eine Geschichte über dein Produkt, desto mehr sprichst du Menschen emotional an und je mehr du das tust, desto höher wird der wahrgenommene Wert deines Produktes. Es kann genau dasselbe Produkt sein wie aus China, wie es jemand für 99 Cent verkauft, aber du kannst es dann für 17 Euro verkaufen, einfach nur, weil deine Marke als so viel höherwertig wahrgenommen wird. Und das ist ein Spiel, was jeden Tag gespielt wird, um uns rum, egal ob wir es wahrnehmen oder nicht. Wenn du in einen Luxusladen reinläufst, du kaufst dir eine Uhr für 10.000 Euro, warum kaufst du diese Uhr? Die ist ja an sich nicht wirklich 10.000 Mal besser als eine Durchschnittsuhr, sondern du kaufst sie wegen dem emotionalen Wert, den du mit der Marke verbindest. Ja, die Story, die darüber erzählt wird. Und auch den Wert, den natürlich andere darin sehen. Dieses Game ist gerade im Luxusbusiness, aber in jedem Business, wenn du die Augen offen hältst, siehst du das, wie einfach nur durch eine Geschichte Wert hinzugefügt wird zu Produkten oder zu Dienstleistungen und so weiter. Je besser du das verstehst in deiner Karriere, desto erfolgreicher wirst du werden. Da ist auch ein Riesenunterschied zwischen Amazon-Händlern, die eben zum Beispiel einfach möglichst viele Produkte raushauen und möglichst wenig Aufwand pro Produkt betreiben, die dann aber auch immer kontinuierlich im Preiskrieg mitmachen müssen, ja, den Preis senken müssen. Und denen, die eben sagen, nee, ich mache weniger Produkte, aber ich baue eine richtige Marke um die Produkte mit Social Media, mit Aufwand, einfach mit mehr Kreativität, mit mehr Liebe. Und weil die diese Marke bauen, können sie nachher Preise verlangen und werden viel unabhängiger von den Preiskriegen auf Amazon. Das waren einfach meine Gedanken zu Branding heute und jetzt genieße ich noch den Abend im wunderschönen Prag. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Amazon-Business und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.